Willkommen zurück bei Face of the Franchise mit den Jaguars. Wir haben ja beim letzten Mal direkt vor dem ersten wirklichen Liga-Play aufgehört. Die Liga startet ja auch offiziell erst nächste Woche. Von daher können wir mal schauen, ob wir vielleicht für die Jaguars schon mal ein paar positive Eindrücke gewinnen können, die sich vielleicht auch bewahrheiten. Wer weiß. Oh, ich muss ja hier wieder bestätigen. Wir werden uns wieder nur die Offense anschauen, weil als Quarterback sind wir ja für die Offense verantwortlich. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Da haben wir auch die Commanders das erste Mal mit ihrem neuen Namen. Wunderbar. Was war das? Okay, Pass Completion von mehr als 50% und einen Passing Touchdown. Obwohl, da stand 0 von 15. War das vielleicht das Saisonziel? Schauen wir mal. So, wieder ein bisschen rauszoomen, damit wir auch ein bisschen mehr sehen können. Okay, der stand wide open, das passt. Aber leider kein neues First Down. Oh, das war irgendwie ein bisschen zu weit weg. Ah, das war ein bisschen zu knapp. Shit, dann machen wir mal Power O, ein Running Game. Ja, da hatten wir die Spielzüge nicht ganz so günstig ausgewählt. Aber hier sind die Laufwege ein bisschen weiter, das passt. Da sollten wir dann vielleicht auch... Wunderbar. Ah, shit. Wäre da nicht gestolpert oder ins Straucheln geraten, wer weiß, was da noch gegangen wäre. Aber lieber nicht zu gierig sein. Da haben wir wieder die Stick Round. Die ist nicht gut. Da sind die Laufwege zu knapp. So, unten haben wir auch Stick. Aber an der linken Seite haben wir einen etwas längeren Laufweg. Oh, shit. Den habe ich zu spät gesehen. Ich habe mich vorbereitet auf einen langen Pass. Im linken Feld, der ist ja komplett durchgelaufen. Quarterback Draw. Nee, da werden wir nicht laufen. Den Drive werden wir einmal nehmen. So, jetzt aber. Wunderbar, Touchdown. Ah, die Fans mögen das jetzt nicht so sehr, aber egal. Wir wollen das Ding ja hier nach Hause holen und da sind die gegnerischen Fans vollkommen egal. Aber da ist er eben schön davon gelaufen und komplett offen gewesen. Ich habe fast sogar noch ein bisschen zu weit geworfen. Aber das passt. Ah, wir machen mal 4 Pass Completions. Quarterback Draw, nee, nehmen wir nicht. Quicksland, wieder keine langen Wege, aber da haben wir doch was. Smash Corner. Der sieht doch gut aus. Oh, wunderbar abgepasst. Fast sogar noch abgefangen, aber das hat gepasst. Oh, da haben wir wieder eine schöne Route. Die mittlere, weite Laufwege. Ja, schauen wir mal. Wieder ein langes Ding. Ah, shit.
Das wäre auch zu gut gewesen. Aber okay, wir müssen erstmal auf 4 Pässe kommen. So, erstmal ein kurzes Ding. Aber der war offen genug. Schön. Wir haben wieder das First Down. Wunderbar. Wir machen jetzt mal wieder ein Running Game. Sehr schön. Dieses Face of the Franchise. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil im normalen Franchise kann ich ja auch quasi jeden steuern. Hier ist es aber irgendwie nur der Quarterback, aber okay. Das war ein wunderbarer Lauf. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier eben auf unsere 4 Passings kommen. Und dann können wir vielleicht noch mit dem Laufgame das Ganze zu Ende bringen. Oh, shit. Fast Interception. Den habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt aber. Okay, sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir 3 oder schon 4 Completions hinbekommen? Einer fehlt noch, okay. Wunderbar. Okay. Ah, doch, Touchdown. Ja, klar, er ist mit dem Ball über die Linie gefallen. Ansonsten hätten wir nochmal eben schnell einen Run gemacht. 13-0, sehr schön. Jetzt müssen sie nur noch den Point after Touchdown hinbekommen. Okay, wieder diese komische Übersicht. Oh, die haben nur ein Field Goal hinbekommen. Aha, okay. Oh, okay. Passing Touchdown, alles klar. Moment. Gut, hier haben wir doch eine erfolgreiche Route. Ah, shit, nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich glaube, das wird ein Lauf. Aber okay, der war echt wunderbar. Da haben wir doch einen super Läufer bei uns im Team. Soll er mal weitermachen. So, geben wir mal ab. Und wieder First Down, sehr schön. Die linke Seite war auch ziemlich frei. Nehmen wir Inside Zone. Soll er ruhig mal weitermachen. Die Lücken könnten sogar gut ausschauen. Ja, aber immerhin 6 Yards. Das ist gut. So, nee, Quarterback Draw machen wir nicht. Inside Zone, auch mal eine gute Option. Sehr schön, First Down. So, schnell bevor 2-Minute Warning kommt. Oh, der ist echt wide open. Aber nee, das war noch kein Touchdown. Aber der war doch mal richtig frei. Sehr schönes Ding. Ah, shit, nein, wir müssen ja einen Passing Touchdown machen. Ja, das habe ich jetzt verbockt. So, die Fans feiern das überhaupt nicht. Gut, mal schauen, was Washington hinbekommt. Die haben noch, ja, 2 Minuten.
genügend Timeouts. Oh. Ah, unser Saisonziel. Ja, 15 Passing Touchdowns. Okay. Bekommen wir hin. Aber was machen wir? Wir sind an der gegnerischen 33er. Sehr schön. Starten wir erstmal mit einem kleinen Lauf. Na, komm schon. Oh, sehr schön. Na, nehmen wir einen Timeout. Gut. Wide Corner finde ich gut. Sieht gut aus. Ah, shit. Fast noch Interception. Ich habe den Läufer, der mit Y gekennzeichnet war, ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich habe jetzt ganz vergessen und auch gar nicht gesehen, dass der noch einen Knick nach innen macht. Das gibt's doch nicht. Oh, verdammt. Wobei, der war aber richtig verzogen. Gut, ausgleichende Gerechtigkeit. Wir hatten schon zwei Würfe gehabt. Da war eine Interception durchaus möglich gewesen. Und jetzt haben wir sie halt kassiert. In this offense, heading back out to the field, and he's connected on a couple of touchdown passes so far, but did have the interception on the previous drive. Okay, wir bekommen gleich den ersten. Ah, nee. Wir haben noch mal eine Chance bekommen. They go back to the air here after the INT on the last drive. Ah, shit. Oh, doch, noch. Nee, incomplete. Aber okay, da hätte ich wieder fast eine Interception reingehauen. Gut, das passt. Ja, wir nehmen nochmal ein Timeout. Gut, versuchen wir mal was Neues. Ja, no risk, no fun. Sehr schönes Ding. Wunderbar. Well, it's only week one, CD, but right now this offense, they look in mid-season form. And what we're seeing is the benefits of all their dedication in the offense. I believe they buzzed down. They're going to take another look at this. Okay, dann haben wir eigentlich die erste Hälfte wunderbar genutzt. Ja, ein dicker Fehler gewesen mit der Interception, aber die uns ist uns jetzt überhaupt nicht um die Ohren geflogen. Okay, gut. Der Touchdown bleibt bestehen. Sehr schön. Für mich, so aus der Perspektive, sah der auch eher aus, als wenn er schon im Ausgestanden hätte. Aber egal. Wenn die sagen, Call stands, wieso nicht? So, sie haben auch wieder nur ein Field Goal hinbekommen. Dadurch, dass wir eine schöne, angenehme Führung haben, können wir hier ein bisschen laufen. Ah, unser Läufer ist echt wunderbar. Sehr schön. Was machen wir dort? HB Draw. He ran right through that weak tackle attempt.
Oh, sehr schön. Das sah eben fast so aus, als wenn er auf den Knien rutschen würde, aber der ist nochmal hochgekommen und ordentlich weitergelaufen. So, lassen wir ihn doch mal weiterlaufen. Den guten Robbins. Der macht einen guten Job. Okay, da haben sie ihn jetzt aber abgefangen, aber trotzdem 5 Yards, das passt. Zone Fake Jet, okay. Power Zero hatten wir schon, nehmen wir Zone Fake Jet. Ganz knapp vor der Line haben sie ihn erwischt. Gut, aber jetzt mit einer Inside Zone sollte es hinhauen. Ah, shit. Okay. Was ist denn jetzt hier los? Kann ich den vierten Versuch gar nicht ausspielen? Oh, okay. Ja, shit. Gut. Okay. Aber die Washington Commanders haben es nicht hinbekommen. Wir sind... Ne, die haben, glaube ich, direkt in ihrem ersten Drive das Ding in den Sand gesetzt. Wunderbar, sehr schöner Catch. Da hat er sich auch nochmal ordentlich abgesetzt. Hätte er es nicht geschafft, hätte ich da auch nicht hingeworfen und hätte aber dann ein kleines Problem gehabt, weil ich sonst nicht gewusst hätte, wo ich hinwerfen soll. Gut, versuchen wir nochmal die Inside Zone. Da wurden wir eben eiskalt geblitzt. Aber jetzt hat er es hinbekommen. Sehr schön. Aber das ist jetzt Etienne Junior. Und vorhin hatten wir, glaube ich, auch nochmal den Robbins gehabt. Ich weiß jetzt aber gar nicht, welcher von den beiden gerade am Anfang die guten Runs gemacht hat. Könnte auch sein, dass das Etienne Junior war. Aber gut, bei den Jaguars kenne ich mich halt null aus, weil die in den letzten Jahren null interessant und auch null relevant waren. Für mich zumindest. Okay, wir haben wieder den Ball und die Commanders haben es nicht geschafft zu punkten. Okay, da haben wir kein Running Game. Dann nehmen wir... Ja, das sieht doch gut aus. Den guten alten Mash. So, da werden gleich welche nach innen ziehen. Gut, hat nicht ganz so geklappt, wie ich es vorhatte, aber egal. Wir sind direkt vor der Scrimmage Line, das passt. Gut, das war der Mash. Das sieht auch gut aus. Wir wollen jetzt nicht die Inches machen, sondern ich will jetzt hier ein dickes Play sehen. Sehr schön. Sehr gut. Unser Ziel haben wir auch direkt erreicht. Wunderbar. Immerhin müssen wir auch als Quarterback zeigen, dass wir was drauf haben. So, da habe ich wieder ein neues, interessantes Play gesehen. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Wunderbar. PA Role LT Lieutenant oder so. Aber hat gut funktioniert. Jetzt werden wir aber den HB Dive nehmen. Den fand ich in der Vergangenheit zumindest immer recht gut.
Ah, das ist, glaube ich, jetzt auch Robinson. Dann haben Etienne und Robinson beide ihren Touchdown. Sehr schön. Alles klar, so kann man eine Saison sehr gut starten. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das letzte Spiel der Pats mir anzuschauen, weil gegen Las Vegas war das Ergebnis war alles andere als gut. Da muss ich auch noch mal reinschauen, was da so alles schiefgelaufen ist. Aber jetzt geht es hier erstmal darum, dass wir die Jaguars in die beste Position für die Season bringen. Ja, das sind hier alles wieder Läufe. Der Coach will nicht, dass wir unbedingt nochmal punkten. Das sehe ich aber ein bisschen anders. So, komm, 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 komm. Hau das Ding raus. Sehr schön. Ja, shit. Da war... Jedenfalls das, was ich sehen konnte, sah nicht so gut aus. Deswegen mussten wir da jetzt ein bisschen einsparen bei den Yards, aber egal. Ah, da haben sie ihn. Okay, dann nehmen wir den PA Roll Lieutenant. Jo, hat funktioniert. Und die Zeit wird angehalten aus dem Feld raus. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal, ob das hier was wird. Sehr schön. Ich habe schon eben wieder dran gedacht, dass das ein... Oh, sehr geil. Touchdown. Sehr schönes Ding. Aber ich habe eben im ersten Moment gedacht, ich hau da wieder eine Interception heraus. Aber Farrell, wie der da heißt, gutes Ding gemacht. Sehr schön. Okay, wir kriegen nochmal die Möglichkeit. Die haben jetzt aber, haben die einen Field Goal hinbekommen? Oder einen Touchdown ohne Point after Touchdown? Auf jeden Fall haben wir den Sieg sicher, von daher ist es egal. Ja, sehr schön. Ja, machen wir nochmal. Ach, das war gar kein First Down, was ist das denn? Oh shit, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass die uns da sandwichen. Ja, das ist, glaube ich, auch der Nachteil, wenn man zweimal dasselbe Play machen möchte. Okay, P.A. Mills. Ah, da haben sie ihn gut gesandwiched. Ah, kommt schon. Kommt. Beeilt euch mal ein bisschen hier. Und nochmal ein Timeout. Schönes langes Ding. Wunderbar. Ja, zwei haben wir noch. Sehr schön, habe ich gar nicht gesehen. Okay, Interception. Gut, da habe ich jetzt aber auch alles auf eine Karte gesetzt, weil ich unbedingt noch einen haben wollte. Ja, wird unser Rating vermutlich nochmal
ordentlich nach unten drücken, aber von den Punkten sollte das jetzt hier null Unterschied machen. Ja, verdammt, trotzdem bitter. Ja, Spiel ist over, richtig. So, können wir uns hier auch irgendwie mal ein paar Daten anschauen? Nee. Gut, aber das Ding ist vorbei. Schöner Season-Auftakt. Wunderbar. Wir hatten aber auch verdammt häufig den Ball. Also die Defense hat richtig gute Arbeit geleistet, weil die uns permanent den Ball gegeben hat. So, da haben wir auf jeden Fall 72% Completion. Das ist gut. Das passt. Oh, wo haben wir Player Stats? 125er Rating, ja. Die Interception war natürlich absolut unnötig. Aber okay. Es ist, wie es ist. Aber das wurmt trotzdem, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay, ein paar Punkte, ein paar Rewards, alles klar. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, was ich damit machen kann. Vielleicht ein paar, ja, hier Consumables, aber hier, na, wie heißen die Dinger? Accessoires kaufen. Gut, was machen wir diese Woche? Dann machen wir hier ein Upcoming Interview. Dann machen wir nochmal. Ja, Blitzcounter. Klingt gut. Ja, hier Team EP. Ja, machen wir mal. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Gewichte stemmen und zum Schluss Hot Top Time. Das klingt gut. So können wir die Woche planen und starten. Ein Training muss immer sein. Oh, Russell Wilson ist zu den Broncos. Das habe ich hier ganz vergessen. Nicht mehr bei den Seahawks. Das wird eine interessante Season werden. Gut, aber erstmal geht es hier um unser Training. Sehr schönes Ding. So, der zweite ist auch da. Sehr gut. Also Silber sollte uns sicher sein. Wunderbar. Mal schauen, ob auch noch Gold geht. Na komm schon. Ja, ich wollte gerade nach links werfen. Das war irgendwie der einzige, der frei war. Gut, das hat auch gepasst. Ja, verdammt. Ein Wurf von Gold entfernt. Aber okay, die EP nehmen wir mit. Und sollten dann nach dem nächsten Game auf Level 6 angekommen sein. Wir nehmen ja, das läuft für mich gerade aber irgendwie ein bisschen zu schnell, aber gut.
Team Confidence up ist wunderbar. Brauchen wir. Wenn das Team vertraut in sich selbst, dann ist alles gut. Dann können wir die auch eher zum Erfolg führen, als wenn die an sich zweifeln. Es geht gegen die Colts. Okay. Als wöchentliches Ziel haben wir wieder 50er Pass Completion. Kriegen wir hin. Der gute Trevor Lawrence sitzt die ganze Zeit auf der Bank in der Hoffnung, dass wir umgeholzt werden. Ach stimmt, ich muss ja hier was auswählen. In der Hoffnung, dass wir umgeholzt werden und er seine Chance bekommt. Aber nee, so geht das nicht. Oh, sehr schön. Heimspiel. Da müssen wir jetzt natürlich performen. Das ist wichtiger als das Game eben gegen die Commanders. So here's the first drive now for the Jags. And leading him out, Charles, the man who got the victory. Okay, wer für 5 Touchdown Passes? Nee, 5 Pässe Minimum für ein Touchdown in diesem Drive. So, wir springen wieder in diese Übersicht zurück. Und sehr schöner Wurf, der war sowas von wide open, das passt. Auf jeden Fall schon einen guten Fänger am Start. Double Slants, okay. Da werden wir aber jetzt nicht so viele Yards machen, es sei denn, ganz rechts wird der Dude. Ja, shit. Ich konnte schon gar nicht mehr werfen. Oh, jetzt habe ich No Huddle gemacht. Shit, was passiert jetzt hier? Oh. What the is hier los? Dritter und 14. Ah, shit, der hat sich schon wieder in der letzten Sekunde ist er nach rechts gelaufen. Ich dachte, der läuft nach hinten weiter durch. Da war nämlich genügend Platz frei. Aber so war das. Okay. Okay, sie haben nur ein Field Goal hinbekommen. Jetzt machen wir es einfach besser und fertig. Okay, nicht perfekt, aber Completion. Ja, machen wir den Float Switch. Ah, shit, schon wieder ein bisschen zu spät. Na komm schon, eben die... Oh Gott, was war das denn? Okay, die Commanders eben richtig zerstört. Und gegen die Colts hier... Oh, das ist echt nicht gut, was da gerade abgeht. Aber okay, wir kriegen gleich wieder die nächste Chance, um die Missstände wieder auszugleichen. Ah. War jetzt auch nicht so geil. Ich glaube, auf der linken Seite sollten wir uns konzentrieren. Oh, sehr schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gesehen, dass er durchstartet, dachte ich, geil. Vielleicht ein sicherer Wurf. Aber dass das Ding ein Touchdown wird, geiles Ding. War ein bisschen knapp, aber der hat sich nicht umgedreht, der Gegenspieler. Von daher hat er nicht gesehen, wann und wie der Ball kommt.
Gut, damit haben wir erstmal wieder ein... Ah, schönes Ding, schönes Ding. Wir haben den Ball schon wieder, also unsere Defense haut hier auch wieder ordentlich rein. Das erste Quarter ist zwar gleich vorbei, ist aber kein Problem. Danach beginnt das zweite, wir können dann direkt weitermachen. Oh, shit. Ja, aber ganz ehrlich, die Spielzüge der Jaguars, die sind für mich echt ein bisschen schwierig. So, machen wir mal Folgendes. Ja, aber die Defense der Colts ist gut. Oh, er hat sogar fast noch einen Touchdown hinbekommen. Sehr schön. So, 4 Yards, 4 Sekunden. Ja, wir lassen das Ding hier mal auslaufen. Und HB Dive klingt gut. Und sehr schön durchgelaufen. Perfekt. Aber das ist doch mal gut, dass wir hier auch ein paar Probleme haben. Gut, mal schauen, was unsere Defense jetzt auf den Platz bringt. Ob wir vielleicht sogar auch wieder den Ball sehr schnell zurückbekommen. Oder ob die die Uhr jetzt ordentlich runter ticken lassen. Ja, die haben auch einen Touchdown hinbekommen. Ja, machen wir mal Passing Yards. Gut, wir stehen wieder ein wenig unter Druck, denn wir müssen liefern. Ja, das war nicht so geil. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Das sieht echt nicht so prickelnd aus. Aber wenigstens First Down. Ah, der Trevor Lawrence wird, glaube ich, schon ganz hibbelig auf der Bank, weil er da seine Chance wittert. Aber nee, nicht mit uns. Wir kriegen das Ding hier irgendwie noch. Oh, Miami. Klingt cool. Mal schauen, was das wird. Okay, was nehmen wir jetzt hier? Ah, PA Post Shot sieht nach etwas aus. Oh, wunderbar. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Touchdown. Geiles Ding. Und wir haben unsere 45 Passing Yards. Ja, so ist das. Hin und wieder mal ein paar Probleme, aber dann kommt so ein Ding durch. Jaguars haben nicht nachgezogen, das ist gut. Wir haben noch 3 Minuten und 3 Timeouts für den nächsten Touchdown. Mal schauen. Oh, 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 da
das hätte ich nicht gedacht, dass der das hinbekommt. Weil als der Ball unterwegs war, dachte ich, das wird nichts mehr. Aber sehr schön. Wunderbar gemacht. Keine Ahnung, wie der Dude hieß, aber sehr schönes Ding. Sehr schön. Ich glaube, zur Endzone hätten wir auch noch mal durchwerfen können. Aber egal. Two-Minute-Warning, sehr schön. Der Spielzug hat mir nämlich auch nicht so gut gefallen. So, Double Post finde ich deutlich besser. Ah, shit. So, Levels, Seals oder Sales. Ich habe nicht mehr ganz gesehen, was da stand. Ja, First Down. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir machen einen... Jetzt können wir auf einmal keinen Run machen, oder was? Echt jetzt? Ihr wollt unbedingt passen? Es ist Dritter und Inches. So, dann machen wir den HB Dive. Aber ich lasse die Uhr noch mal ein bisschen drunter ticken. Und wir fangen an. Ja, sehr schön. Ja, Touchdown müsste es eigentlich auch sein, weil der über die Linie gefallen ist. Ja, sehr schön. Ja, so langsam bröckeln die Colts. Das ist gut. Aber in der zweiten Hälfte, also im dritten Quarter, müssten eigentlich die Colts den Ball bekommen. Weil, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir angefangen. Das heißt, ja, theoretisch könnten die jetzt auch noch zweimal punkten. Die haben noch, ja, das kriegen die aber, glaube ich, nicht hin. Und selbst dann wären sie bei 24, ja, Two-Point-Conversion und so weiter, könnten die aufholen, aber nee. Wir behalten auf jeden Fall unsere Führung, das ist gut. Ach, sieh mal einer an. Aber okay, wir sind, glaube ich... Ja, wir sind zu weit weg. So, mach mal einen kleinen Lauf. Mal schauen, ob wir Quarterback nie machen können. Nein, haben wir nicht. Ja, irgendwie sind die Coach-Suggestions nicht ganz so geil. Ja, werfen will ich eigentlich nicht. Machen wir nochmal einen HB-Dive. Werfen will ich nicht, weil wenn es incomplete ist, wird die Zeit angehalten. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wieso läuft die Uhr nicht weiter runter? Doch, da. Alles klar. Lassen wir runterticken und dann geht's gleich im dritten Quarter weiter. Oh, die Colts sollten jetzt eigentlich den Ball bekommen. Ja, tun sie auch. Die haben nichts draus gemacht. Ein Rush für 20 Yards. Nee, das kriegen wir nicht hin. Gut. Wo sind wir bei unserer 26er? Okay. Ah, da hätte eigentlich mehr gehen müssen. Hinter ihm war so gut wie nichts mehr.
Ja, kommt schon. Ja, sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Lauf, 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 lauf. Geil. Wär's Fußball, hätte ich schon fast gesagt. Perfekt ausgekontert. Das war echt sehr schnell. Okay, womit fangen wir an? Das sieht interessant aus. HB Split Screen. Wobei ich keine Ahnung habe, wofür das HB steht. Ja, versuchen wir doch. Ja, okay. Ah, hat er gut verteidigt. Ja, das wäre auch ein bisschen zu heftig gewesen, wenn das Ding auch noch durchgegangen wäre. So, wir machen Float. Ja, okay, ich hätte gedacht, dass er nach hinten durchläuft. Ich weiß nicht, vielleicht ist unser Quarterback hier auch ein bisschen drauf. Weil die Pille fliegt nicht so, wie ich es eigentlich gerne hätte. Oh Gott. Okay, ist aber nichts passiert. Und danach kommen wir auch direkt ins vierte Quarter. Das heißt, wir können hier auch ruhig einmal... Ah, shit. Die Zeit durchlaufen lassen. Corner Strike. Ja, ein bisschen risikobehaftet, aber das hat gepasst. Das war ein schönes Ding. Und manchmal muss man auch bis zum dritten Versuch warten. Okay, Bench Swap. Den nehmen wir doch. Okay. Nicht so geil. Lass uns mal wieder ein Run-Game machen. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Wir sind, ja, ziemlich nah rangegangen bis an die One-Yard-Line. HB Base nehmen wir. Der ist, glaube ich... Nee, das ist Etienne Junior, oder? Ja. Okay, 10 zu 40. Also am Anfang, das erste Quarter war echt heftig. Ich weiß gar nicht, beim zweiten gab es, glaube ich, am Anfang auch ein paar Probleme. Dann hat es aber funktioniert. Dann lief die Maschinerie an. Und jetzt steht es 10 zu 41. Okay, die haben nochmal einen Touchdown hingelegt. Nehmen wir hier durch die... Ja. Er schlägt uns Run Games vor. Alles klar, machen wir. Wir können die Zeit schön entspannt runterticken lassen. Und sollten... sehr schön. Da ist er aber gut durchgekommen. Robinson. Gut. Inside Zone. Aber wir können auch langsam anfangen, die Zeit ein bisschen drunter zu checken. Dann kann ich auch in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen was trinken. Oh, leg mal los. Ja, shit. Ein einziger Yard, okay. Wollen wir mal HB
Stretch ausprobieren. Ja, vom eigenen Spieler fast noch umgehauen worden oder fast über seine Füße gestolpert. Dritter und vier. Boah. Das hat ja nicht so wirklich gut funktioniert. Nehmen wir Stick. Okay, aber da hat er den Nein, Vierter und Inches. Ja, sehr schön. Wir dürfen den Vierten. Ah, entscheidet vielleicht nur der Coach? Ja. Das hat gepasst. Ja, Stick ist Crap, machen wir nicht. Ja, das war okay. 6 Yards gemacht, das passt. Read Option. Ja, 2-Minute Warning, okay. Oh, machen wir nochmal Read Option. Haben wir mehrfach drinne? Nee, nicht Read Option. Nee, da muss ich ja laufen. Wobei, wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Okay, ich hätte vielleicht auch sprinten sollen und nicht gemächlich da langlaufen. Komm, James Robinson soll auch nochmal hier einen machen. Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Ah, nee, keiner hat einen Timeout gezogen. Okay, gut. Die Zeit läuft weiter. Dann nehmen wir den guten alten HB Drive. Aber den mit... Nee, den unteren. 4,6 Average Yards. Ja, irgendwie ist er da durchgekommen. Nach rechts wäre es besser gewesen. Da war alles komplett frei, aber hey, komm. Touchdown ist Touchdown. Wie wir ihn erreicht haben, ist letztlich vollkommen egal. So, machen die Colts noch was? Oh, wir bekommen nochmal den Ball. Oh Mann. Ja, Quarterback nie. Na komm schon. So, wir lassen das Ding jetzt auslaufen. Auf die letzten 15 Sekunden müssen wir da nichts mehr machen. Ja, sehr stark gestartet die Colts am Anfang, aber dann ist es irgendwann zusammengebrochen und dann konnten wir richtig loslegen. Aber beim ersten Quarter habe ich mir schon gedacht, Mann, was soll das werden? Na, komm schon. Ja, das hat doch, es hat gereicht. Ja, stimmt, mit den grünen Punkten konnten wir ja den eigenen Spieler verbessern, also unseren Quarterback. Ja, wir wollen sie reinpacken. Mal schauen, hier haben wir die Abilities. Brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt wirklich die Skills. Ja, wir haben eigentlich schon eine gute Wurfpower, ne?
Ja, investieren wir mal in unseren Wurf. Nee, das ist Bewegung. Was mache ich denn da? Ach komm, packen wir was in die Wurfkraft. Was soll's. Irgendwo müssen die Punkte ja rein. Wunderbar. Damit haben wir die nächste Woche auch erledigt. 2-0. Sehr guter Start in die Season. Aber wir haben auch eben, zumindest in der ersten Hälfte, einen guten Gegner gehabt. So, das machen wir hier mal noch eben schnell fertig. Ja, wir brauchen... Nee. So, genau, machen wir nochmal. So, on brand, dann das. 3 Awareness. Maximale Stamina. Und, na, Hot Top hatten wir schon gehabt. Wir machen das Ganze hier. Das sieht gut aus. Das Training ziehen wir nochmal eben durch. Ja, ich glaube, das hier. Ach so, Nike. Ja, wenn Nike uns haben möchte, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Können wir uns vielleicht so eine etwas größere Bude leisten. Denn das Ding sah schon hier ein bisschen deprimierend aus. Bett, ein kleiner Tisch, Fernseher, das war's. Ja, typische Junggesellenbutze, aber okay. Das passt. Wir sind ja hier, um den Super Bowl zu gewinnen und nicht um schön zu leben. Das können wir dann später machen. Oh, gleich der erste gefailed. Vielleicht habe ich auch das Falsche ausgewählt. Auch gefailed. Okay, first down. Okay, das habe ich erst jetzt gesehen. Gut, zumindest mal ein Bronze-Ding. Ja, hätte ich auch vielleicht simulieren sollen, weil dann gibt es, glaube ich, garantiert Silber. Gut, einer muss noch sitzen. Okay, der war schön frei. Alles klar. Ja, zumindest noch mal ein bisschen Silber abgegriffen. Nehmen wir mit. Und dann schauen wir noch mal eben, wer unser nächster Gegner ist. Na, komm schon, Game Day. Ah, die Chargers. Okay, das wird interessant. Saisonstart war auf jeden Fall bislang ganz okay. Ganz in Ordnung. Wir können ja nochmal eben schnell auf die Stats gucken. Bester Quarterback sind wir. Oh, Tom Brady ist aber direkt dahinter. Auch 7 Touchdowns. Prescott auch 7 Touchdowns. Wir haben aber mehr Yards erworfen. Auch wenn die in der Completion besser sind. Aber okay. Das passt schon. Was haben wir hier? Okay, wir haben 1000 Offensive Yards. Sind die beste Offense. Gut, muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen, was man hier so sehen kann. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir uns auch die Tabelle mal anschauen können, aber okay. Ja,
Ja, wird man wahrscheinlich auch irgendwie sehen können. Ich krieg's aber nicht hin. Gut. Wir springen wieder zurück auf den Hauptbildschirm, machen eben eine Pause und beim nächsten Mal, hoffe ich, können wir weitermachen, die Chargers zu zerlegen.